Hallo, ich möchte gerne die Partie Anand gegen Carlsen besprechen, die im Turnier Norway Chess 2015 gespielt wurde, die ich sehr bemerkenswert fand. Es sind ja die beiden Finalisten der Weltmeisterschaft 2014. Damals sah Carlsen besser aus. In dem Zweikampf begann Anand mit Weiß ja immer mit erstens D4, hier spielte er mal E4. Carlsen antwortete symmetrisch und es entstand dann ein Spanier. In der vorherigen Runde hatte Carlsen schlechte Erfahrungen gegen Caruana mit Springer F6 gemacht, was ja eine Modevariante geworden ist, schon seit dem Match Kramnik gegen Kasparov. Aber gut, es ging weiter mit Morphy-Verteidigung, standardmäßig das, was man so landläufig als Hauptvariante bezeichnet. Und was ich jetzt hier schon ganz interessant fand, war eben, dass Arnold jetzt nicht den Standardzug Turm E1 spielt, wie man es ja normalerweise kennt. So, Turm E1 und dann C3, D4, eventuell H3 noch, um die Springerfesselung auszuschalten mit Läufer G4. Er spielte D2, D3 stattdessen, was zunächst mal recht lasch eigentlich aussieht, aber sich doch als sehr interessant herausstellte. Ich muss allerdings dazu sagen, es ist schon häufiger so gespielt worden, das ist jetzt noch keine Neuerung. Aber trotzdem ist es sehr bemerkenswert. Carlsen spielte D6, interessant wäre jetzt auch B5 gewesen. Dann kam es zu diesem Steinezentrum, nenne ich das, mit C3, D3, E4. Relativ flexibel, es wurden Standardzüge weitergemacht, Springer BD2, Turm E8, Turm E1. Und nun spielte Carlsen B5. Ja, da fragte man sich, könnte man sich fragen, warum er das nicht eher gespielt hat. Denn der Weiße konnte ja jetzt den Läufer direkt nach C2 zurückziehen und eventuell ein Tempo sparen. Läufer F8, nächster Schemazug, das wäre der, den man vielleicht statt B5 auch sofort hätte spielen können. Springer F1. Ja, das sind alles lange bekannte Standardzüge. Jetzt wird der schwarze Läufer flankiert oder vorbereitet. Anand spielte H3. Was nicht nur die mögliche Springerfesselung mit dem Läufer ausschaltet, sondern auch eventuell mal dem Springer F3 ein Sprungfeld gibt. Allerdings noch ein bisschen früh daran jetzt zu denken, aber es gibt schon einen Grund, warum ich das jetzt schon mal sage. Läufer B7, Springer G3, alles sehr schematisch. Würde man vielleicht Läufer G7 erwarten. Ja, darauf hatte ja Schwarz hingespielt, aber er zog jetzt den Springer zurück. Und das erinnert natürlich stark an das Breyer-System in der spanischen Partie. Und Arnand entschloss sich nun, seinen D-Bauern vorzuziehen. Im Grunde ist es ja ein Tempoverlust, er hat ja zwei Züge benötigt, um den Bauern nach D4 zu ziehen, den Damenbauern. Aber er hat andererseits ein Tempo mit seinem Läufer gespart, den er nach C2 in einem Zug von A4 zurückgezogen hat. So hat er einerseits ein Tempo gewonnen und andererseits eins verloren. Und damit ist jetzt eine Breyer-Variante entstanden. Das heißt, aus einer Nebenvariante mit diesem komischen D3 am Anfang, ich zeige es nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück. Also hier spielte Weiß ja nicht Turm E1, sondern eben dieses D3. Aber man könnte die erreichte Stellung eben auch durch die Hauptvariante oder den Hauptzug hier Turm E1 erreichen. Also Turm E1, ich mache jetzt einfach mal die Hauptzüge zur Breyer-Variante, geht zurück, D6, C3, sehr schematisch, jetzt H3, um Läufer G4 auszuschalten, Springer B8, der Breyer-Zug D4. Naja, und dann hat man im Grunde schon die Stellung, Springer BD7 und so weiter. Das heißt also, dadurch, dass Anand diesen Zug D3 gemacht hat, hat er eine ganze Menge Varianten ausgeschaltet. Schwarz hat eine breite Palette an Möglichkeiten. Da gibt es ja das Chigorin-System, das mal die bekanntesten zu nennen, oder die Zaitsev-Variante. Und ja, vieles ist ja dadurch ausgeschaltet worden. Finde ich ganz bemerkenswert. Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Details der Eröffnung reingehen, aber ich finde es eigentlich ganz bemerkenswert, dass eben auf diese Weise eben auch die Breyer-Variante erreicht werden kann. Ich brauche jetzt nochmal schnell ein paar Züge, um dann zur Stellung zu kommen, die sie dann auch tatsächlich hatten in der Partie. Also das ist jetzt der Zug 14 und das ist eben
tatsächlich auch die Stellung, die in der Partie erreicht wurde durch Zugumstellung. Man kann das also als eine Art moralischen Sieg für Weiß sehen, obgleich es natürlich nach wie vor eine ganz normale Eröffnungsstellung ist. Es ging schematisch weiter, spielt man A4, knabbert so ein bisschen den Damenflügel an, den Punkt B5. Schwarz spielte C5. Da fragt man sich mal so ein bisschen, wer will jetzt auf dem Damenflügel eigentlich spielen? Normalerweise ist das eher der Flügel des Schwarzen. D5 schließt das Zentrum ab, damit sind dann auch Konter in der Mitte erstmal unmöglich. Häufig greift hier der Weiße am Königsflügel an. Über C4. Das gibt dem schwarzen Springer ein Sprungfeld. Entweder will er mal da rein oder da rein. So eine Gegenspielchance. Ist alles noch landläufiger Usus. Läufer G5 fesselt. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit H7, H6. Das hat Carlsen nicht gespielt. Also man treibt den Läufer zurück, hebt die Fesselung erstmal auf, der Läufer geht zurück. Und dann ja, spielt man erstmal den Springer nach C5, da soll er ja sowieso hin. Der Weiße baut eine Batterie auf. Und dann kann man entweder König H7 spielen, das ist eigentlich der ältere Zug, soweit ich das weiß. Oder H5 spielen, was ein bisschen komisch aussieht, aber das Manöver Springer H2, G4 verhindert. Wodurch dann allerdings, wenn man das möchte, meistens wird es auch so gespielt, dann die Fesselung wieder eingerichtet werden kann, die sich als etwas unangenehm entpuppen kann. Aber das ist praktisch die Hauptvariante im Breyer-System. Und hier machte jetzt Carlsen einen selten gespielten Zug stattdessen, also er spielte H6 nicht, sondern Läufer G7, was auch schon Vorläufer hat, auch Klassiker. Petrosjan hat das mal gespielt mit Schwarz. Spassky, soweit ich weiß, ja. Gut, Dame D2. Jetzt ist eben schon H6 unmöglich. Also Zug geht jetzt ja nicht mehr. Und nun spielte Carlsen Turm B8. Turm B8, um auf der B-Linie zu kontern. Das heißt, es zeichnet sich schon ab, dass der Weiße hier am Königsflügel spielen will. Und Schwarz sollte dann Gegenspiel möglichst am Damenflügel bekommen. Petrosjan spielte gegen Thal mal, schon lange her, 81, statt Turm B8, ganz interessant, Dame E7, dann auch Springer H2, Dame F8 zu spielen, um dann doch noch H6 vorzubereiten. Er war damit auch insofern erfolgreich, als er gegen den Schachzauberer das Remis halten konnte. Aber das sieht schon, ja, also mir gefällt es nicht und es ist auch nicht so wahnsinnig populär, das so zu spielen, denn die schwarze Dame einerseits zieht sie sehr häufig und der Weiße hat eben auch immer noch mal Möglichkeiten am Damenflügel zu spielen. Er kann auch B5 tauschen und dann kann eventuell mal B5 schwach werden oder sowas. Also hundertprozentig sieht es nicht aus. Kusmin spielte gegen Spassky mal Springer C5. Also auch das ist möglich, ist natürlich eine andere Möglichkeit zu versuchen, am Damenflügel zu Spiel zu kommen. Gut, aber Carlsen zur Partie spielte Turm B8. Ist auch schon gespielt worden, soweit. Jetzt zog Arnon Springer H2, um den Druck zu erhöhen. Hat ja hier eine Fesselung eingerichtet. Und die kann recht unangenehm werden. So ein Standardplan ist dann eben dieses Springermanöver nach G4, eventuell mal den Turm zurückzuspielen, nach F1 und dann F4 zu ziehen, um auf der F-Linie weiter Druck zu machen. Und dann eben auch so farblich angedeutet, eben den Druck zu erhöhen am Königsflügel. Und der Schwarze muss schon sehen, dass er da Gegenspiel findet am Damenflügel. Ja, jetzt kam ein interessanter Zug, Läufer C8. Zog also den entwickelten Läufer zurück, der allerdings auch auf der Diagonale nicht allzu viel zu melden hatte. Die beiden Bauern blockieren ja die Diagonale ganz gut.
lange Diagonale für den Läufer. Aber Schwarz hat ja schon dadurch, dass er das Breyer-System gespielt hat, eine entwickelte Figur zurückgezogen. Jetzt zieht er die zweite entwickelte Figur zurück oder genau genommen sogar die dritte. Denn der Läufer, den er hier hat, der stand ja mal hier, wurde ja auch erstmal zurückgespielt, um ihn dann hier hinzustellen. Also das Ganze ist schon hypermodern, wie man sagt. Macht Breyer alle Ehre. Hätte mir überlegt, ob man hier vielleicht nicht statt dem Läuferrückzug H5 hätte spielen sollen, was natürlich den Königsflügel schwächt, keine Frage. Aber es hätte natürlich dann dieses Springermanöver verhindert. Wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Anand führte jetzt sein Springermanöver aus. Nach Läufer C8, er spielte Springer G4, was er hinterher selbst kritisierte. Er meinte, er hätte erst zwischentauschen sollen. Also erst hier tauschen auf B5, was die Gegenspielchancen des Schwarzen eingedämmt hätte und wohl auch stimmt. Trotzdem ist der Springerzug nicht schlecht. So, jetzt spielte Carlsen Springer C5. Ja, auch ein Schemazug, aber es ist immer so die Frage. Dieser Springer, der hat ja auch Verteidigungsfunktion. Man zieht ihn vom Königsflügel weg. Dann ist es immer so eine Grundsatzfrage: Will man ihn da stehen lassen oder auf dem Königsflügel lassen oder will man ihn wegziehen und dann versuchen, ein Gegenspiel zu bekommen? Aber große Alternativen, denke ich, hatte er auch nicht. Also, wenn er jetzt stattdessen diesen Petrosjan-Plan da mit Dame E7 gespielt hätte, dann hätte man hier tauschen können. Tauscht wieder Turm A5, so dann kommt der Weiß eventuell auf der A-Linie rein, der Bauer B5 ist schwach, mache ich mal lieber gelb. Ja, es sieht auch nicht so überzeugend aus, alles. Insofern denke ich, war das schon in Ordnung, was er da machte. Schwarz droht auch eventuell mal zu tauschen. Der Springer sollte sich schon irgendwie erklären. Der ging jetzt nach H6. Schach. Und das ist auch recht unangenehm. An sich möchte man ja schon den schwarzen, schwarzfeldrigen Läufer behalten. Aber wenn jetzt Carlsen mit dem König zur Seite gegangen wäre, König F8 gespielt hätte, dann wäre auch dieses Tauschen auf B5 unangenehm gewesen. Es ist halt so, dass der Weiße eben nicht nur am Königsflügel spielt, sondern auch am Damenflügel immer noch Optionen hat. Und ja, was soll er machen, wenn er jetzt mit dem A-Bauern wieder nimmt, dann ist es offensichtlich nicht besonders gut. Kann der weiße Turm schon nach A7 eventuell, also Turm B5 ist interessant. Aber wenn man auf diesen Spieß Läufer C2, A4, dann noch die Ausrede Springer B3 hat, was dann ja auch erstmal Dame und Turm gabelt. Aber insgesamt gesehen sieht es so aus, als wenn der Schwarze auf schwachen Bauern sitzen bleibt am Ende. Und am Königsflügel ist er auf den schwarzen Feldern doch ziemlich festgenagelt. Insgesamt gesehen sieht das doch recht unerfreulich aus. Insofern ist es verständlich, dass Carlsen diesen positionell zweifelhaft aussehenden Zugläufer schlicht H6 spielte. Anand nahm wieder. Carlsen tauschte auf A4, um jetzt auf der B-Linie ein bisschen Gegenspiel zu erhalten. Und nun hätte Anand, wie er in der Pressekonferenz sagte, Läufer E3 spielen können. Er war nicht besonders glücklich eigentlich mit seiner Leistung. Der Zug ist in der Tat sehr interessant, Läufer E3, aber ist auch sehr schwer zu sehen. Denn es sieht so aus, als wenn Weiß auf dem Königsflügel spielen sollte, insbesondere natürlich nachdem der Schwarze seinen schwarzfeldrigen Läufer losgeworden ist. Aber dieser Läuferrückzug, der die positionelle Drohung aufstellt, auf C5 zu tauschen und dann die Damenflügel, den schwarzen Damenflügel zu schwächen, beziehungsweise den schwarzen mit geschwächten Damenflügelbauern stehen zu lassen, ist doch sehr unangenehm. Also das wäre sehr interessant gewesen, Läufer E3 positionell, aber ebenso schwer zu sehen, dass selbst auf dem Niveau dann das passiert, dass solche Züge nicht gefunden werden. Mir gefiel allerdings auch Anands Zug nicht schlecht. Turm A2. Was ich noch sagen sollte, vielleicht Läufer schlicht A4 wäre nicht so gut gewesen. Dann kommt es eher zu einem Abtausch und könnte dann Läufer, Schwarz könnte Läufer D7 ziehen und dann
Ja, wird getauscht und dann hat Schwarz letzten Endes, weiß letzten Endes wenig, denn wenn dieser Läufer abgetauscht wird, dann kann der Springer hier sehr stark reinkommen. Das wäre schwach. Also Turm A2 ist auch bemerkenswert. Schwarz zog A3, auch ein guter Zug, um die B-Linie zu öffnen. Mit dem Turm schlagen ist natürlich nicht gut, weil dann der schwarze Turm auf B2 schlägt, also BA3. Ja, dann ist die Frage, wie soll es weitergehen? Springer FD7 macht den F-Bauern frei, eventuell F6 zu ziehen. Ja, es ist auch so ein Multifunktionszug eigentlich, der nicht schlecht aussieht. Jetzt ging es mal weiter mit Schemazügen F2, F4. Spielt man gern dann im Breyer-System. Es ist insgesamt gesehen nicht so leicht für den Schwarzen. Dieses Abtauschen des schwarzfeldigen Läufers ist nicht gerade angenehm. Ein typischer Zug eigentlich in einer solchen Stellung wäre hier auf F4 zu tauschen, Dame schlägt und dann den Springer nach E5 zu stellen. Der Springer steht dann natürlich erstmal sehr gut und deckt ja auch das Feld F7, was man schon sollte. Und zweimal auch das Feld D3. Der Springer E5, der hält eine Menge zusammen. Allerdings ist es ja so, dass, wie gesagt, der schwarzfeldrige Läufer fehlt. Und wenn Weiß Läufer G5 spielt, dann, ja, dann sieht man, dass der wirklich fehlt. Die schwarze Dame zieht, muss dann wegziehen. Dann kann eventuell Läufer F6 kommen, Dame H6. Gut, das kann der Schwarze zwar noch verteidigen, wenn er den anderen Springer beispielsweise zurückzieht, Springer D7, um dann auch F6 zu kontrollieren, aber ja, das sieht schon so ein bisschen gurkig, verdächtig aus. Ob das objektiv besser wäre als das, was Carlsen gespielt hat, das ist nochmal eine andere Frage, aber es ist schon ein bisschen haarig. Anand schlug nach der Partie Turm B3 vor, was auch sehr interessant ist. Ein Qualitätsopfer. Wenn der Läufer den Turm nimmt, dann hat Schwarz Kompensation, nimmt dann am besten mit dem Bauern wieder. Ja, ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass der Schwarze Kompensation hat. Wo soll der Turm, wenn er hier hingeht, dann könnte man eventuell Springer B6 ziehen und dann hier mal eine Gabel drohen zum Beispiel. Sowas in der Art. Man hat natürlich hier einen sehr gefährlichen Freibauern. Aber bei, gut, Weiß hat natürlich die Qualität mehr, aber das erlaubt Gegenspiel. Wäre interessant gewesen. Jetzt die Frage, ob man nach, Moment, nach dem Turmzug von Anand den Turm wirklich schlagen muss. Aber wenn man das nicht tut, dann drückt hier der Turm immer so ein bisschen auf C3, bindet die Dame. Es stört schon ein bisschen. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Alternative zur Partie gewesen. Carlsen spielte A5, sieht komisch aus, hat aber auch seine Berechtigung, bereitet etwas vor, man sieht auch gleich, was es ist. Ja, Turm F1, der nächste Standardzug. Jetzt wieder so die Grundsatzfrage, soll man nicht vielleicht doch lieber auf F4 tauschen? Ja, Schwarz zog F6 stattdessen. Und Weiß F5, F5 ist ein ziemlich offensichtlicher Zug. G5 ist natürlich jetzt schwach. Also wenn jetzt der Schwarze vorbeizieht, dann kann man das Ganze aufhebeln. Das bringt nichts. Der Weiße hat doch eine recht gute Angriffsstellung. Aber jetzt sieht man noch die Idee von A5. Der schwarze Springer geht nach D3. Steht da unangenehm. Über kurz oder lang sollte man ihn nehmen. Weiß nahm ihn sofort raus. C schlägt D3. Gut, sieht so aus, als wenn Schwarz einfach so einen Bauern verliert, aber die Idee ist natürlich, ich nehme raus, spielt der andere nicht, dass der Schwarze hier ein Schach hat. Schach muss bedient werden, zum Beispiel ich mal H2. Und dann kann Läufer A6 kommen und spießt dann erstmal die Schwerfiguren auf. Und Weiß kann C4 spielen, aber dann kommt Dame B3. Der Schwarze hat zwar einen Bauern weniger, aber bekommt genügend Gegenspiel. Und dann sieht man auch den Sinn von A5, dieses Bauernzuges, den er vorhin gemacht hat, er wollte das Feld für den Läufer räumen. Ja, aber so kam es nicht, das hat Weiß verhindert.
Er nahm den Bauern nicht raus und dann spielte Dame die 1 sehr stark. Und droht natürlich jetzt auch direkt mal hier reinzugehen. Vielleicht sollte man Dame B6 jetzt spielen, trotzdem. Aber das ist dann die nächste Frage, ähnlich wie bei dem Springer vorhin, der nach C5 gezogen hat. Will ich meine Dame wirklich zum Damenflügel ziehen? Denn sie könnte am Königsflügel fehlen. Carlsen spielte Turm E7, um die siebte Reihe zu überdecken auch. Gut, es kam Turm AF2. Druck steigt. Turm F7. Wie gesagt, also Dame B6 wäre immer noch eine Alternative gewesen. Carlsen spielte relativ passiv an der Stelle, sodass der Weiße jetzt den Bauern erstmal mitnehmen konnte. Weiß will ja eigentlich die Dame zum Königsflügel bringen. Springer C5 greift die Dame an. Bisschen auf der Suche nach Gegenspiel. Dame F3, Läufer A6. Zieht er wieder raus. Er greift den Turm F1 an. Aber es ist gar nicht unbedingt notwendig jetzt, sich um den Turm F1 zu kümmern. Man könnte jetzt direkt auf G6 tauschen, aber das, was Arnold spielte, war auch sehr gut. Dame G4. Eine kritische Position. Aber man kann den Turm auf keinen Fall nehmen. Also wenn man jetzt hier schlagen würde, dann käme FG und das würde durchschlagen. Eigentlich relativ offensichtlich. Naja, also jedenfalls, wenn er auf G6 nimmt, dann kommt Dame G6 Schach. Und dann ist der Turm weg. Und dann droht noch Matt auf G7. Ja, und wenn der Turm wegzieht, nimmt man zur Not den Läufer auf F1 raus und hat dann zwar die Qualität weniger, aber noch einen sehr, sehr starken Angriff, den der Schwarze kaum überleben wird. Insofern ist es nicht gut, auf F1 zu nehmen. Carlsen spielte G5, was wahrscheinlich nicht gut ist. Aber ja, die Frage ist jetzt, nach G5 kann man das Ganze mit H4 aufhebeln. Eventuell wäre es noch möglich gewesen, mit Läufer C8 zu verteidigen, was ja den Bauern F5 fesselt. Und auch nicht besonders leicht zu sehen ist, denn Carlsen hat mehrfach seine entwickelten Figuren zurückgezogen und den Damenläufer schon mehr als einmal. Ja, aber es könnte tatsächlich sein, dass der Zug noch gewisse Verteidigungschancen bietet. Wenn der Weiße jetzt einfach losläuft mit seinem H-Bauern, um auf G6 loszugehen, noch ein weiteres Mal, kann man es mal aus der G-Linie gehen. Kann ja auf G6 nicht nehmen. H5 wäre ganz schlecht, dann käme G5 und dann gewinnt am Ende noch der Falsche. Gut, so muss das Weiße natürlich auch nicht spielen, aber der Schwarze hat eben noch Verteidigungsmöglichkeiten. Nach Läufer C8 und möglicherweise jedenfalls mehr als in der Partie nach G5. Es kam G5. So, und jetzt H4 hebelt das Ganze auf. Der Schwarze hat eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, da jetzt G5 zu halten. Dann sollte er dann zumindest Material greifen, hat er auch gemacht, Läufer F1. Versuchen das Ganze auszuhalten. Die kann man erstmal zurücknehmen mit dem Turm. Runter von der Diagonale H4, D8, dachte sich die schwarze Dame. König A8 ist eine Alternative dazu. Ist aber auch nicht wesentlich besser. Tauscht, tauscht. Jetzt hat der Weiße verschiedene Möglichkeiten. Er kann auf G5 nehmen wahrscheinlich, aber er wollte dem Schwarz nur keine Gegenspielchancen einräumen. Mal zeigen, was passiert, wenn er zum Beispiel mit der Dame nimmt. Er könnte auch mit dem Läufer nehmen. Wenn er es mit der Dame nimmt, König A8, F6 und der Läufer G6 Schach zu spielen. Dann kann Schwarz Turm G8 ziehen. Gut, der Weiße gewinnt erstmal die geopferte Qualität zurück. Aber naja, also jetzt müssen die Damen getauscht werden und dann hat der Schwarze vielleicht noch eine Remis-Chance. Hat ja einen Bauern weniger, aber es ist noch nicht so klar verloren, würde ich sagen. Das, was der Weiße machte, war besser. Anand spielte Dame H5. Verzichtet auf den Bauern. Lässt die G-Linie geschlossen. Plan ist auch jetzt F6 zu spielen.
Das Ganze ist schon ziemlich tief. Also es ist offensichtlich, dass die beiden sich das überlegen mussten und eben nicht mehr in der Öffnungsvorbereitung waren, schon lange nicht mehr. Ja, ich zeige einfach, wie es weitergeht. Das ist schon tief gedacht von ihm. König H8, F6, Turm G8. Jetzt holt er sich die Qualle zurück. Muss aber auch noch einen Bauern zusätzlich geben. So. Jetzt dadurch, dass der Bauer auf G5 ist, droht da nichts auf der G-Linie und jetzt kann man Springer F5 ziehen. Und das gewinnt praktisch die Partie. Wie gesagt, das ist nicht ganz einfach zu sehen. Aber das ist auch der Grund, warum eben Carlsen und anderen da sitzen und nicht irgendwelche Kommentatoren. Ja, es gibt nur einen Zug, der jetzt in Frage kommt. Dame G6, der kam auch. Also ganz schwach wäre jetzt beispielsweise Dame F6, dann könnte man Springer E7 ziehen, was den Turm ja angreift, wenn die Dame schlägt Turm F7. Und dann mit der Drohung natürlich auch Dame H7 matt. Man sollte da jetzt nicht in irgendwelche, auf irgendwelche offenen Linien gehen mit der Dame. Dame G6 ist der einzige. Und jetzt nach dem Damentausch sieht es ja eigentlich aus, als wenn alles in Ordnung ist. Der Schwarze nimmt wieder, deckt den Bauern D6, der ja angegriffen war. Materiell ist es ausgeglichen. Was soll da groß passieren, aber Springer E7 gewinnt praktisch die Partie. Der Turm ist angegriffen und er hat nicht allzu viele gute Felder. Carlsen versuchte jetzt eine Festung zu bauen mit König G7. Wenn er versucht hätte, den Turm zu behalten. Ich meine, es droht ja auch immer noch eventuell dann Turm F8 Schach. Also er hätte dann nur Turm H6 gehabt. Worauf dann trotzdem Turm F8 käme, König G7 und dann sehr stark Turm C8. Jetzt droht eine Gabel auf F5 und gleichzeitig droht er eben auch dann hier mal zu nehmen. Und gut, wenn ist zwar gedeckt, aber dann ist eben der Springer nicht mehr gedeckt hier. Ich mal Gelb oder wie auch immer. So. Und dann fällt die schwarze Stellung auseinander. Nehmen wir an, der Schwarze würde jetzt aus der Gabel rauslaufen, Turm F6 spielen, dann käme trotzdem Springer F5 Schach, König G6, Springer schlägt D6, nimmt er wieder, Turm schlägt C5. So, und jetzt greift er den A5 Bauern an. Und den kann man jetzt auch nicht decken mit dem Turm. Denn dann kämen wir hier einen Schach. Müssen die Türme getauscht werden und dann läuft der D-Bauer durch, der dann ein C-Bauer geworden ist. Also der neue C-Bauer würde dann durchlaufen. Insofern das Turm ins Spiel, beziehungsweise Turmspringer ins Spiel ist nicht zu halten. Und deswegen spielte Carlsen was anderes, König G7. Ja, Weiß nahm die Qualität raus, natürlich. König schlägt. Und ja, Turm F8 aktiviert den Turm, Turm hinter die Bauern. Es bringt jetzt nichts für Schwarz, den Zentralbauern zu schlagen. Jetzt macht das ein Weiß C4 und holt sich anschließend einen der beiden Bauern hier ab, wo noch nicht mehr viel zu wollen ist. Deswegen spielte Carlsen stattdessen A4. Was ja immerhin den Bauer nach vorne bringt. Gleichzeitig ist der Bauer gedeckt. Also das könnte noch so eine Art Festung sein, wenn denn da nicht der Bauer D6 irgendwann richtig schwach werden würde. Aber er greift ja noch hier an, dann könnte man hier noch Druck machen. Aber wie gesagt, das hält eben deswegen nicht. Er spielt einfach mal C4, H5, nach König F2 gehabt, dann Carlsen auf. Er ist nicht mehr viel zu wollen. Er kann es bei den Bauern jetzt mit Schach abholen, wenn er will. Und wenn er das nicht macht, dann läuft der König noch weiter rein und deckt erstmal den E-Bauern und greift dann hinterher den D-Bauern an, den Bauern D6. Wenn er jetzt hier mit Schach schlagen würde, käme König E3, Springer C5 und dann eben Turm D8 und D6 fällt, Springer B7, Turm D7 oder so. Und dann ist es eh vorbei. Also von daher gab Carlsen hier zu Recht auf. Ja, das war eine gelungene Revanche aus dem letzten Jahr. Hat Alan sehr schön gespielt, meines Erachtens, auch wenn er selbst nicht besonders zufrieden war mit seiner Leistung. Aber
Das muss man ja vielleicht nicht so sehen. Vielen Dank.